Klar, ich bin auch verliebt in so Musik. Sag ich doch immer. Sie wirken ja glauben. Hier sind vier verschiedene. Oh. Drei, von da kommen wir. Oh Mann. Dann gucken wir zuerst hier. Verschlossen. Okay, dann gehen wir da nicht hin. Dann gehen wir hier hin. Nein, ich gehe nicht zu dem. Nö. Nein, Spiel! Spiel! Sieht aus, als würde sich dieser Aufzug nicht bewegen. Verdammt, gibt es keinen Weg nach oben? Beruhig dich, Lore. Wir sollten dieses Stockwerk in Ruhe durchsuchen und schauen, ob wir irgendwelche Hinweise finden. Sie hat recht. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit, den Aufzug wieder in Betrieb zu nehmen. Wow, Yami, wow. Auf Keks. Das soll vermutlich Eindringlinge wie uns draußen halten. Annabelle macht es uns wirklich nicht leicht. Wir müssen wohl einen Weg drumherum finden. Mach mal Platz, so eine Wand kann ich mühelos durchbrechen. Sieh einfach zu. Nicht schlecht. Du siehst erschöpft aus, Lore. Geht's dir gut? Ja, nicht so, damit ich nicht zurück zurechtkäme. Lass uns weitergehen. Oh, das ist schön, Musi. Ein herzlichen Glückwunsch an den Bruder. Komm mal, lies umarmen. Ist aber warm langsam. Erstmal in Oso rein, das musst du beim Essen, habe ich gehört. Gönn dir. Habe ich noch nie probiert, ehrlich gesagt. Wein. Warum ist da ein Schwein? Milch. Hm. Nächste Woche kommen ein paar Pakete bei dir an. Ein paar? Was heißt hier ein paar? Osus legit nur Lakritz in Schnapsform. Okay, das wäre gar nicht. Nee, Lakritz ist nicht meine Welt. Gut, das wäre dann. Ja, ein paar. Hä, warum? Und was? Hä? Was für Pakete? Der Postbote hasst mich schon. 2 bis 4, Max. 49, um genau zu sein. Hallo, Funo. Ja, glaub auch. Was zur Hölle? Hä? So random, was? Wo krieg ich denn laufend Pakete? Was ist mit euch? Nein? Okay. Von Keks erst und von Pierre und... Hm?
Mach die Tür öfter im Bademantel auf. Ja, warum nicht? Gemütlich. Interessant. Gut zu wissen. So immer random schon wieder hier. Als ob ich Geburtstag hätte. Aber ich sagte, sie bekommen was im Herbst und es ist bald Herbst. Ja. Ja. Oh. Die Mützen oder was? Also kriege ich jetzt 2 bis 4 Pakete mit Mützen oder was? Uff. Ach, was soll ich denn 2 bis 4 Pakete mit Mützen? Was ist denn mit dir falsch? Okay. Ich dachte, was cool ist. Okay. Okay. Angst, Potter? Schlüssel für Sammelraum. Schlüssel. Räum weiter. Ja, der Traum ist ja direkt geplatzt. Frage ist, wie groß die Pakete sind, Liz. Ja. Ja, das stimmt. Ich habe Angst. Hühnchen. Gut, einfach. Das sind 3 Mützen und ein Cap. Das ist die Entschädigung für die Mützen. Wow. Okay. Wieso Entschädigungen? Sind die so schrecklich? Oh Gott. Was wiegen wohl so 42 Pakete Druckerpapier? Einiges. 100 Mützen pro Paket. Alter, nee, bitte nicht. Bitte nicht. Wartet, ich bin nicht euer Feind. Ich gehöre zu den Silberschwertern. Wenn ich das richtig sehe, seid ihr auch auf unserer Seite, ja? Ich habe die Schlangenaugen infiltriert, um an Informationen über sie zu gelangen. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ihr sucht nach einer Möglichkeit, den Aufzug zu aktivieren? Tut mir leid, darüber habe ich nichts in Erfahrung gebracht. Ich weiß nicht, ob es euch hilft, aber direkt gegenüber vom Eingang befindet sich ein Büro. Wie ich hörte, ist in dem Büro angeblich ein Gerät am Schreibtisch, das habe ich schon eingesammelt, mit dem man eine Tür zum Block am anderen Ende der Anlage öffnen kann. Der Sammelraum ist leider vermutlich versperrt, aber irgendwie in diesem Block sollte es doch einen Ersatzschlüssel geben. Hoffentlich hilft euch das, den Aufzug wieder in Betrieb zu nehmen. Keine Ahnung. Aber 42 Pakete mit Cookies wären noch besser. Ja, die ich aber im Moment nicht essen darf, weil ich gerade ein bisschen auf Zucker... Ja, war übel. 42 Pakete hier zu stehen mit Cookies und du darfst sie erstmal gar nicht anrühren. Das wäre mies, das wäre Folter. Nicht verzichten, aber ich reduziere das gerade, weil ich mir wirklich nur Scheiße reingeschaufelt habe. Also ich gönne mir schon was, keine Sorge. Aber das ist schon... anstrengend. Ich habe bis jetzt in den 2 Wochen ein Duplo gegessen. Einen einzigen, weil ich mir mal was... einmal gegönnt, ein Duplo. Das war... wollte eigentlich die ganze Packung essen. Oh, das ist schon übel. Mache ich jetzt schon einige Wochen. Oh, nice. Das ist schon schwierig, auch beim Einkaufen. Nichts einzukaufen an Süßigkeiten. Echt schwierig. Also ich kann von mir reden, dass auf Zucker verzichten echt schwer ist. Weil selbst in anderen Lebensmitteln überall Zucker drin ist. Ja, das ist es ja. Das ist es ja. Das ist schon richtig übel. Halt fast überall und vor allen Dingen ist da so viel Zucker drin. Das ist unfassbar viel. Sogar in Milch ist Zucker drin.
machen. Oh, so ist kein Zucker, schmunzel. Man kann sich ja was gönnen. Ist ja nicht so, dass du jetzt komplett verzichten musst. Du kannst ja auch mal einen Riegel oder so essen oder irgendwas Zuckerhaltiges trinken, aber das jeden Tag ist nicht... Das ist für mich nicht mehr gut. Dieses jeden Tag reinschaufeln ist scheiße. Oder trinken. So, müsste jetzt die Tür aufgehen? Ich will nicht wissen, wie der Apfel zwischen die Couchritze gekommen ist. Ja, bei Lakritz ist halt auch Geschmäcker, die unterscheiden sich. Das ist auch nicht so meine Welt. Also bei Haribo, da gab es diese einen mit dieser braunen Ummantelung. Die konnte ich immer essen, den Rest nicht. Das fand ich ganz okay. Aber. Da kriegst du der essbare Autoreifen. Unfall Report, alles bei. Geh doch, Rem, geh doch! Oh, Waffen. Mit welcher Waffe werde ich jetzt Rem verprügeln? Oh, dieses Schwert, das sieht doch... Oh. Oh. Wenn wir das jetzt nicht mitnehmen... Das redet ohne den Mund zu bewegen. Mach mal F5. Ich glaube, bei dir ist Twitch gerade ein bisschen hinterher. Das passiert leider manchmal. So, ich muss gleich mal auf Toilette. Bis in 3 Sekunden. Tatsächlich hast du einen Knopf unter dem Schreibtisch gefunden. Den Knopf drücken. Ja, klar. Yep, wieder synchron. Ja. Der Eingang nördlich der Eingangshalle scheint sich geöffnet zu haben. Der Wind weht durch eine Spalte. Bei näherer Betrachtung handelt es sich um ein Schlüsselloch. Aha. Spalte, okay. Aber ich habe den Schlüssel nicht dazu, richtig? Bist du dirty, Mann? Manu. Beiden? Ja. Welche Art? Eine tiefe Spalte.
kommen die denn jetzt her? Heute haben es irgendwie alle mit Verschreiben der Zahlen, dass man dann erstmal geschockt ist. Was ist das denn? Boah, die zwei Köpfe! Oh nein! Ratet mal, wer gegen ihn kämpfen muss. Das ist mein Wachhund im Keller, wisst ihr das? Wer versucht abzuhauen, wird von ihm gefressen. Der wird sowas von freigelassen. Oh. Am PC zu Hause kann ich dich jetzt auf 1080p gucken. Mein Dad hat mir stärker ins Zimmer und mein PC ans LAN-Kabel angeschlossen. Cool. Ich hoffe, das bleibt doch so, dass das geht. Aufzugschlüssel, erster Stock. Ja, ja, da liegt eine Leiche und da sind vier so eine komischen Statuen. Was wird wohl passieren? Ja, na, da sag ich ja. Ich glaube, ich installiere mir die Tage wieder Taste of Berseria. Ja, warum nicht? Wenn du Bock hast. Lass erstmal ein Reset machen, wenn ich schon wieder hier bin. Aber du hast doch ein Zeichen vor deinem... Ist doch noch ein Sub. Wir kommen zurück, Dori. So, ist hier noch irgendwas? Ja, ich habe den Sub jetzt wieder los. Bei mir wird nichts angezeigt. Hast du gerade geresubbt? Alles klar, okay. Gute Besserung schon mal. Hier habe ich eigentlich bei mir... Warum wird bei mir nichts angezeigt? Wir haben aber keine Note. Wenn er nicht teilt, siehst du es nicht. Mach mal F5. Ich muss immer F5 drücken, wenn ich irgendwo resubbe. Dann kommt das erst bei mir. Mit dem Teilen. Immer ganz komisch bei Twitch. Sollen wir eine Wette machen, dass dieses zweiköpfige Ding jetzt
Okay. Wie, warte, zweiköpfige Vieh gleich da ist? Bestimmt. Funu, danke schön für den Resub. Ich danke... Ich kann mal reden, was ist jetzt los? Ich danke dir vielmals. Mann! Hype! Danke, danke. Willkommen zurück. Die Wette kannst du nur gewinnen, Lisa. Ich habe die Wette verloren. Der kommt noch raus. 100 Pro. Da gibt es bestimmt irgendwo... Nee, gibt's nicht. Okay. Verdammt. Das Vieh kommt aber noch. Irgendwann. Da bin ich mir sehr sicher. Sagt ihr, wird nachher hochgefallen in den Bossraum. Ja, ich glaube auch. Bestimmt so ein Fahrstuhl-System da. Der ist nicht umsonst da unten. So, wir müssen jetzt mit dem Fahrstuhl fahren. Jetzt leuchtet sie auf einmal grün, weil wir den Schlüssel haben. Wow, was ist denn das für eine Riesenebene? Oh nein. Hey, hier soll eine Eule sein? Hier ist eine Eule drin? Im Gefängnisturm da, Dings? レナは300年の間ずっとダナの文化を聞き続けてきた。マグマリア。だからほとんど残ってないし、覚えてもいない。しかしだとしたら何のために？戦利品か。 過去に放棄して破れたダナ人たちの、いや、それをレナが倒したという印。あんな立派な鎧なら着ていたのは反乱の指導者、ダナの英雄だったのかもね。英雄。破れた英雄か。レナが集めたってとこは尺だけど、それでもあれだけたくさん残っているのはすごいよ。お前、そういうのに興味あんのか？ Okay, ich werde jetzt die ganze Ebene mir anschauen. Wir haben jetzt den Law ins Team bekommen, ne? Dann wissen wir ja, wer vielleicht als nächstes kommt. Dann ist er dazwischen den Kills, dann hast du jetzt schon zwei Liebespaare rumzurennen. Oh nee, bitte nicht. Und wer? Schildfrau. Ist es Knackarsch. Baby Keks. Wer nur ist Knacker? ja, Lisa. Wer hat das gedacht? Das wünschst du dir. Ja. Dann ratet mal, wem ich denn die ganze Zeit spielen werde.
Bis dieser Aufzug steht auch still. Ich bin mir sicher, wenn wir uns in diesem Stockwerk umsehen, finden wir einen Schlüssel oder so, der uns hilft. Was ist für ein komisches Geräusch? Ah, die Dinge. Ich habe die ganzen Sachen im Inventar. Freundes. Matrosenbluse. Ich gehe mal erst hier hin. Es ist gut, dass du wieder ein bisschen Gewicht dazu bekommst. Weil du hast echt wenig. Das neue Medikament ist top. Sehr schön, das freut mich. Wen soll ich messen? Rem. Also zustopfen. Der braucht das. Ja, was wir bekommen. Cool. Aber bevor ich hier weitergehe, ich gehe mal erstmal auf Toilette, denn ich muss mal langsam. Oh, da ist ein Roter. Ich bin
Community-Zelten, was? Hab kein Zelt. Komm, die hat eins. Ja. Boah, der ist zäh. Da ist bestimmt die Eule drin, ne? Kopf drücken. Ah, okay. Hält Erdloch reicht doch auch. Ja, für dich? Die Himbeere war nicht so geil.